Fürs nächste Thema habe ich es mir hier gemütlich gemacht. Wir befinden uns heuer ja im Superwahljahr. Zwei Wahlen sind geschlagen, eine folgt heuer noch, nämlich die Landtagswahl. Jetzt geht es aber um die letzte Wahl. Ja, da hat es einiges an Diskussionsstoff gegeben, nämlich die Nationalratswahl 2024. Diese ist jetzt geschlagen. Wir haben für Sie aber einige Stimmen zur Wahl 2024 zum Nationalrat eingefangen. Herr Zange, die Wahlen sind geschlagen, die Wahlen zum Nationalrat sind geschlagen, ein sehr erfolgreiches Ergebnis für die FPÖ. Wie geht's weiter und ja, vor allem, was sagen Sie zu diesem Wahlausgang? Ja, vor allem bin ich begeistert darüber, wie sehr die Menschen unseren Kurs unterstützen. Da zeigt es sich immer, wenn man das Ohr bei den Problemen der Menschen hat, dass sie das auch entsprechend wahrnehmen und auch möchten, dass sie für sich eine Veränderung erfahren. Und ich hoffe, dass wir das jetzt in Zukunft dann auch in Form einer Regierungsbeteiligung machen können und Herbert Kickl unser Volkskanzler wird. Jetzt wählen wir in der Steiermark ja demnächst wieder in knapp 2 Monaten. Welche Auswirkungen hat das Ergebnis vom vergangenen Sonntag auf die bevorstehenden Landtagswahlen? Also für mich gestaltet sich die Sache so, dass wir uns jetzt einfach auf die Steiermark, auf unseren Mario Kunasek fokussieren, der ja ohnehin schon permanent die letzten Jahre über ständig im Land und überall unterwegs war und ist. Und auch mit 2 Füßen am Boden steht, wahrnehmbar ist, für die Menschen berührbar ist und auch ein Herz für die Steirerinnen und Steirer hat. Und ich denke, das wird zu wählen sein. Da hängt es jetzt weniger von dem Ausgang der Nationalratswahl ab. Ein aktuelles Thema natürlich jetzt die Wahlergebnisse vom vergangenen Sonntag. Wie kommentieren Sie dies und vor allem, wie soll es weitergehen? Nun, die Nationalratswahl war für uns natürlich eine große Enttäuschung. Wenngleich Karl Nehammer eine Aufholjagd durchaus geglückt ist, aber nicht mit dem ersehnten Ziel, auch tatsächlich Erster zu werden. Nun werden die Karten völlig neu gemischt für die Landtagswahl am 24. November. Da wissen die Steirerinnen und Steirer gut zu unterscheiden. Und was in Wien weitergehen wird, werden wir sehen. Wie bewerten Sie das Ergebnis? Ja, es ist für die Sozialdemokratie ein enttäuschendes Ergebnis. Wir sind quasi gleich geblieben. Wir haben nicht profitieren können von dem, dass also die ÖVP um die 10% verloren hat. Diese Stimmen sind alle zur FPÖ gegangen. Wir müssen also jetzt uns das anschauen, was wirklich die Ursachen waren. In der Steiermark werden wir das genau analysieren. Und Auswirkungen für Ihren bevorstehenden Landtagswahlkampf? Naja, ich gehe davon aus, dass dieses Wahlergebnis ist nicht unbedingt ein Rückenwind, aber Landtagswahlen sind ganz was anderes. Hier geht es um andere Personen an der Spitze, hier geht es um andere Themen in der Steiermark. Da bin ich aber sehr optimistisch, dass es am Wahlsonntag am 24. November in der Steiermark anders ausschaut.